Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zurück zu MechWarrior. Und ja, ich hatte jetzt hier eine Mission gemacht quasi. Zerstörung, haben eine Basis zerstört, habe aber auch gut Schaden bekommen, weil wir dann nochmal hinterrücks angegriffen worden, quasi. Und dann war ich hier bei Marduk und habe gesehen, da gibt es ja seltene Mechs. Und da war ein Rifleman, Mech. Ich glaube 60 Tonnen für 4 Millionen. Dachte ich mir, wow, den muss ich haben. Den muss ich haben. Und jetzt spare ich nochmal. Und wir machen mal ein bisschen Mission. Und dann klappern wir hier Paris oder Marduk nochmal ab. Sowieso, wir müssen ja wieder unseren Ruf steigern. Das heißt, die Quest mit hohen Belohnungen machen wir jetzt mal. Das sind 3 Stück. Das heißt, wir machen hier erstmal die eine und ja, müssen wahrscheinlich dann eh erstmal wieder zurück zum Reparieren und dann arbeiten wir uns so langsam dann mal fort, machen dazwischen nochmal eine und. Vielleicht decken wir auch noch mehr von diesen Knotenpunkten auf, weil hier ist ja noch alles unbekannt. Oh doch, hier ist ein Knotenpunkt. Okay. Industrie halt. Ja. Bin ich mal gespannt, was haben wir jetzt hier so für Aufträge? Ach du Scheiße, genau für die, die ich nicht arbeite. Das ist doof. Das ist doof. Aber hier ist doch steigert den Ruf. Gelegenheit? Warte mal. Ich gehe nochmal auf die Karte. Wie heißt denn diese Mission? Aber eigentlich haben wir ja hier eine Attentat- und Kriegsgebietauftrag. Die will ich ja beide nicht. Ich will diese Quest mit hohen Belohnungen. Aber nicht für Kurita, für die arbeite ich nicht. Aber es sind nicht... Wo ist die dritte? Das eine ist eine Attentäter-Aufmission, das andere ist eine Kriegsmission. Das sehen wir doch. Aber wo ist denn die dritte hier, verdammt? Ich blind heute? Ja, ich habe schon wieder 1-2 Tage nicht gespielt. Das stimmt auch. Warum ist er noch nicht fertig hier? Scheiße, hab den vergessen zu reparieren. Dafür müsste der Firestarter fast... Flamer habe ich, glaube ich, noch gekauft. Hatte keine mehr. Einen schlechten und einen guten. Zack. Ach komm, hier hauen wir auch nochmal einen drin. Joa. Können wir mal ein bisschen die Seitenpanzerung verbessern? Also ich würde nicht spielen, aber ich würde mal vielleicht einen Kollegen geben. Da kann er die Feinde erhitzen. Dann haben sie weniger Energie für ihre... ja, weniger Energie für ihre Laserwaffen und so. Das ist jetzt so die Idee, ob das was bringt. Keine Ahnung. Teste ich jetzt einfach mal. Ah, das war zu viel. 21. Umrüsten, jawohl. Mit 2 größeren Mechs rumzulaufen, macht auch Sinn, finde ich mittlerweile. Weil ich bin echt... Ich verstehe nicht, wo die... Ne, wir müssen jetzt erstmal warten. So, steigere deinen Ruf. Los, ansehen. Ach, die Battle, die kostet mich monatlich was? Verdammte Axt. Ich raff gerade nicht, wie ich zu dieser Mission komme. Ich hätte schwören können,
Es müssten drei, drei Missionen sein. Aber hier sind es nur zwei. Oder vielleicht verwechsle ich das mit, einer Mission, die vielleicht eine Story-Mission war. Weil das bringt mich quasi nicht weiter. Das finde ich scheiße. Wer gehört in dieses Kriegsgebiet? Davian. War Davian unsere Freunde? Davian, ja genau. Aber hier ist es irgendwie andersrum. Dann würde ich sagen, springen wir doch mal dahin. Das wird jetzt richtig teuer. Hilft ja nichts. 41 Tage. Ja, das wird jetzt teuer. Haben jetzt auch gerade hier einen Knotenpunkt entdeckt. Ich trinke mal einen Schluck zwischendurch. Ach so, hier war noch eine Mission. Warte mal. Haus Davian. Das Haus Kurita umschließt weiterhin seinen unstillbaren Appetit nach Eroberung, was das Leben von Millionen Unschuldigen bedroht. Das große Haus Davian möchte die Dienste einer agilen, effektiven Streitgruppe essen. Wir hinterlistigen, wir machen einen hinterlistigen Angriff. Machen wir mal. Wir suchen, ja, machen wir. Komm. Annehmen. Jetzt gehen wir mal auf die Karte. Jetzt ist sie wahrscheinlich am Arsch der Welt, ne? Na, es geht. Da fliegen wir nochmal hin. Ja, komisch, hier wo wir jetzt gerade sind, ist kein Auftrag. Was war das? Überfall? Na komm. 65 Tage nur hin und her gereist. Und einen Haufen Geld ausgegeben. Wehe, die Mission lohnt nicht, ey. Auch Geld für Max. Bessere Max. Schwierigkeit 27? What? Ich glaube, ich bin umsonst geflogen. Das brechen wir gleich mal ab. 27? Auf keinen Fall. Ich flieg nochmal dahin. Alter, was wir an Geld- und Reisekosten, Alter, ausgegeben haben jetzt, ne? Unbeschreiblich. Oder ist das ganze Kriegsgebiet quasi schon höherstufig? Ja, fuck. Nee, ich glaube, da bin ich noch nicht so ganz für. Da brauche ich, da muss ich erst noch einen größeren Mac holen. Scheiße, dann fliegen wir. Wo waren wir denn sonst aktiv? Na, wenn wir hierfür auch noch nicht weiter. Ah, hier haben wir was entdeckt. Hier ist dann auch noch eine Bonusmission oder so. Scheiße. Alles für nothing. Ja gut, dann fliegen wir einfach da nochmal hin. Oh, eine Million, ey. Einfach verflogen. Das kannst du keinem erzählen, ey. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir müssen... Was waren das? 200 Tonnen. Da brauche ich noch einen dritten mittleren Mac mindestens. Bitte zeig uns normale Missionen. Ja, komm, die machen wir jetzt. Attentat. Ich brauche Geld. Oh, scheiße, ich habe die Mission gar nicht ausgehandelt. Warte. Fuck. Abbrechen. Bestätigen. Ja, das sollte man vorher schon mal machen, sonst gibt es kein Geld.
aber nicht so viele Punkte. Teste mal bitte den Firestarter. Würde mich mal so interessieren. Habt ihr jetzt extra in den Firestarter Geld aufge... Ja, weil Flammenwerfer, der hat glaube ich 3, 4 Flammenwerfer. Der hat eigentlich ganz viele Waffen. Was waren das? Flammenwerfer? Laser? Ja, hier sieht man es gerade nicht, schade. Und Maschinengewehre. Laser oder Maschinengewehre hatte der noch? Also eigentlich müsste der nur an den Feind rennen, die ganze Zeit den umkreisen und die ganze Zeit nur mit einem Flammenwerfer beballern. Und in 24 Tagen wären wir nochmal 230.000 fällig. Für die Max, okay, und die Leute, die Piloten wahrscheinlich auch. Also in der letzten Mission hatte ich ja noch einen Mac erobert, den habe ich noch verkauft gleich für eine 1,2, das war ein Spider. Der hatte nur Sprungantriebe und ich glaube 2 Laserkanonen oder Maschinengewehr. Ich war mir jetzt nicht, bin mir nicht sicher, hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Brauche ich nicht. Finde ich im Firestarter schon irgendwie cooler. Erstmal ist es der Name. Zweitens hat er Flammenwerfer. Ist einfach geil. Finde und vernichte alle Ziele. Machen wir doch gerne. Lieben wir doch. Sichten und Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Online. Yes. This group has proved to be a nuisance for our employers. We're tasked with making sure that we find them and put them in the ground. Good hunting, everyone. Was hat sie da? Ich habe keine Ahnung, aber ich töte alles. Ach, jetzt ist das Level zu Ende. Geil, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich wollte ja eigentlich hier links hoch quasi, aber müssen wir doch... Gibt es hier eine Karte? Nee, ne? Schade. Ich wollte eigentlich aufs Gebirge los. Na gut, dann müssen wir hier lang. Oder können wir da schon lang? So, sorry. Might look pleasant out there, but watch for VTOLs in line of sight with the sun. Ah, hier kommen wir zum ersten Ziel. Das sieht doch gut aus. Ziel müssten wir gleich sehen. Da haben wir schon mal eins. Scheiße. Hast du gut gemacht? Asia Girl. I have a visual on the target. Take them out. Target acquired. Target down. Oh, feindlicher Mech. Warum rennt hier alles? War ich das? Nö. Alter, wer schießt denn so Raketen? Wow! Was ist denn da gerade? Achso, nichts Großes. Boah, die ganzen kleinen Nerven hier irgendwie. So. Sollen wir das ganze Kruppzeug hier wegmachen? Genau. Burn, baby. We got one, Commander. Good job. Lebt er immer noch?
Gut, haben wir. Moving gear 6 for support. Hier oben lang oder weiter runter? Ne, wir gehen weiter links nochmal durchs übers Gebirge. Das Gelände gefällt mir und auch das Wetter mit dem Blitzen. Ist ja echt mal was anderes. Oh, Hinterhalt! Hinterhalt! Alter! Sackgesicht. Na komm, dreh dich um. Ich will deinen Rücken haben. Feuer! Ah, wie schön dein Metall. Ich rieche es. Ah, dein geschmolzenes Metall, du kleiner Arsch. Schießt mir einfach hinten rücks in den Rücken. So, Ziel ist zerstört. Ist auch zerstört. Ah, hier ist schon das nächste Ziel. Scheiße. Eigentlich wollte ich nach links, aber dann gucken wir uns... Ne, was ist das? Einfach eine Zwischenbasis gewesen? Unser Ziel ist dahinter. Läuft. Mal ein bisschen aufs Gebäude. Satellitenschüssel. Enemy eliminated. Einfach weil wir es können. Ich mag das. Aber irgendwas ist da hinten noch. Müssen wir mal weiter nach links oder ist das die Basis? Ah, cool. Ich würde schon sagen Vulkan, es ist aber kein Vulkan. Ah, fuck. Ah, schön, aus der Entfernung hier. Zack. Ah, fuck, daneben. Passt doch hier gut aus der Entfernung. Sehr gut gemacht. So. Müssen trotzdem nach links. Irgendwie habe ich da einen übersehen, ne? So, Satellitenschüssel, jetzt bist du dran. Immer noch nicht. Ey, was ist das für eine Mega-Satellitenschüssel? Unzerstörbar hier das ganze Gelände. Ein Schutzschild oder was? Geh kaputt. Geht doch. Hm. Dann kommen wir ja hier hoch. Dann. Habe ich da hinten einen übersehen oder was?
Geh mal zum nächsten. Das Ziel ist ja immer noch da. Ja, töte Captain irgendwas. Aber das Ziel ist ja auch noch markiert hier. Muss ich hier noch irgendwas zerstören? Sieht doch schon echt scheiße aus. Hast du gut gemacht. Na gut, ich geh mal. Das Ziel ist immer noch markiert. Ich habe keine Ahnung. Kommen wir hier wieder hoch. Gehen wir zum nächsten. Ansonsten suchen wir dann diesen Captain Followers. Scheiße, kommen wir nicht hoch. Verdammt, ey. Ja, vielleicht zeigen die Standorte nur an, wo feindliche Einheiten sein könnten, die wir zerstören müssen. Genau, da vorne waren wir auf jeden Fall noch nicht. Hammer. Feindlicher Mech. Handspeck. Der hält ein bisschen mehr aus. Brennt den Sau nieder. Auf jeden Fall ist schon mal gut, er kann nicht so schnell laufen. Ah, ich glaube, wir haben gerade seinen Arm ausgeschaltet. Oh, das brennt da alles. Das sieht nach Krieg aus. Er lebt noch. Ah, scheiße. Ja, wir haben ihn. Oh, die Explosion war auch ein bisschen größer. Kann das sein? Jetzt ist hier auch dieses Missions-Icon weg. Okay. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen weiter. Unsere Einheiten sehen doch ganz okay aus. Ja, das ist ja, glaube ich, die Basis, wo wir gerade waren. Suchen wir mal das rote Ziel, den feindlichen Mech. Okay, dann muss er hier auch irgendwo sein. Jetzt Sprungdüsen. Oh, ich habe da welche. Oh, da ist er. Phoenix Hawk. Kennen wir aber noch gar nicht. Stimmt, ich habe ja Sprungdüsen. Cool. Hm.
Der andere Mac hat es nicht, den habe ich das ja ausgebaut. Ah, ich wollte ihn schön in den Rücken schießen. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Ah, da ging vorbei. Ja, dann hängt er jetzt, oder was? Zu nah. Der war schön auf dem Arm. Ah, ich hoffe, ich habe seinen Rücken erwischt. Ja, mir ist heiß. Ja, der hält ja auch was aus hier, der Kleine. Super. Ziele hinter uns, Ziele hinter uns, Ziele hinter uns. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Volltreffer. Bei mir. Oh. Er muss weg. Alter, geh doch mal kacken, Junge. Nächstes Ziel. Mac. Nienna. Klein, dick, aber gepanzert. Aber nur mit M-Lasern. Ausgestattet. Jetzt. Ah, nein. Ja, Rücken. Ah, nein. Ich baller noch daneben, ey. Scheiß Jena. Ich brauche Unterstützung. Jungs und Mädels, zu mir. Wo seid ihr? Oh, der hat keine Ärmchen mehr. Der Centurio. Nein, die sind von uns vorhin gegangen. Boah, endlich, ey. Der Centurio qualmt links und rechts. Die hängen da, glaube ich, fester an der Kante. Ich hätte da nicht hinlaufen sollen. So, dann gehe ich jetzt einfach raus. Aufträge erfüllt, gehe zur Evakuierung. Mission bestanden. Puh, holt uns ab. Freeman, was machst du mit meinem Centurio? Sogar ich hab's geschafft, dass meine Arme nicht kaputt gegangen sind. Aber der kostet wieder Geld, ey, der Freeman. Inkompetente Person. Kein Wunder, dass er sich damals bei mir kostenlos angeworben hat. Also der kam ja kostenlos damals. Den haben wir ja so per Mission gekriegt. Naja. Ich hoffe, die Schlacht hat sich gelohnt und wir machen kein Minusgeschäft. Oh, oh, oh. Ah, wir haben nur 10. Das wäre dieser Handspeck, glaube ich, gewesen. HBK. SDR nehmen wir auch. Können wir verkaufen? Wäre natürlich interessant zu wissen, was ist kaputt gegangen. Ja, diese einfachen M-Laser haben wir wie Sand am Meer.
den hat es ganz schön erwischt. Dafür ist er, hat er einen Aufstieg gehabt bei der Hitze. Jetzt können wir kurz gucken. Erlittener Schaden, was hast du denn ausgeteilt? Gesamtabschüsse 10. Lufteinheiten, Geschütztürme, Fahrzeuge. Weggeflamed. Ja gut, das da hat er eindeutig wieder weniger. Aber der hat da ein Mech mehr. Als sie. Verursachter Schaden hat er dafür mehr. Naja. Die, der hat mehr Abschüsse als ich, der hat die meisten. Das ist ja frech. Na gut. Sieht aber... Ah, ist nur angeschmort, okay. Der gute alte Griffin. Der Firestarter wirkt auch recht groß, ist aber kleiner, okay. Ja, der gefällt mir. Der hat keine Arme mehr. Der ist ein armloser Centurio. Was habt ihr getan? Och Mann. Das kostet doch wieder. Ja, Gott sei Dank haben wir hiervon noch ein paar auf Reserve. Also nur die Waffe ist kaputt gegangen, okay. Der andere Arm ist der Panzerung. Okay, der ist aber kaputt, weil, ja, gut, die Panzerung ist runtergeschossen. Die hat es denn auch fast nur die Frontpanzerung zersäbelt. Die Heckpanzerung ist nur stabil. Ist noch was übrig geblieben von. Ja, interessant. Man muss auch mal gucken, aber Arme habe ich ja auf Maximum hoch. Ich glaube, mehr als 32 ging gar nicht. Kann ich nicht reparieren und umrüsten? Wahrscheinlich nicht. Haben wir noch eine Mission, die wir hier machen können? Was ist das für ein Symbol? Heldenhafter Mech auf dem Markt. Oh. Das war vorher auch nichts. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Es ist sowieso nicht verkehrt, Geld auf der Hinterhand zu haben. So, den werde ich jetzt mal... Kann ich den einmotten? Kann ich ihn so reinpacken? Wenn du deinen Mech in die Kühlung schiebst, werden ihm alle Waffen und Ausrüstungsgegenstände entzogen. Möchtest du fortfahren? Ja. Ich dachte, den kann man so ein bisschen sammeln. Ja, ich will mal ein paar freie... Ach, den habe ich auch eingesammelt. Stimmt, den haben wir ja gerade... Den könnten wir ja verticken. Der wird bestimmt wieder so eine Million wert haben. Der hat einen 2M-Laser, so war das. Ja, aber nee. Leichter haben wir genug, wir brauchen keine Leichter. Ich könnte den könnte ich eigentlich auch wegkauen. Ist auch kaputt. Ist auch nur ein Geldgrab. Ja, dann fliegen wir jetzt mal hier an den Rand, Überfallauftrag, Kriegsgebiet. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Oder wir machen das folgendermaßen. Wir gehen erstmal dahin. Zerstörung und Verteidigung. Vielleicht, wenn ich das gerade richtig sehe... Entweder sind da Missionen weniger geworden, oder wenn man die abarbeitet, quasi kommen keine neuen dazu. Dann müssen wir ja irgendwann auf die schwierigeren gehen. Ja, die mache ich nicht. Die will ich einfach nicht. Ich mag die nicht. Angriff in die Irre führen, ja. Klingt gut.
Aber dann will ich ihn dabei haben. Tage, warten wir nochmal. Dann kommen, machen wir noch die eine Mission, oder? Schrottanteile gibt es nicht viel. Dann gehen wir da auch einen runter. Versicherung ist interessant und der Rest. Ich glaube, wir scheißen mal auf die Schrottanteile. Dann kriegen wir hier eine Million raus, ne? Na, fast eine Million. So, Max sind einsatzbereit. Du behältst nochmal den Firestarter. Und bereit. Ja, ist halt das Doofe, ne? Wir müssen halt immer mehr Aufträge machen. Das Reisen kostet Geld. Die Crew, die Max kosten Geld. Wir sind Schwierigkeit 18. Achso, das ist schon die Mission. Angriff in die Irre führen. Ja, wie gesagt, die anderen Missionen hatten ja Gesamtgewicht von 200 Tonnen. Da bräuchten wir schon einen dritten Mech. Ich würde später den Yelvin, oder wie man den aussprechen mag, den JVN-10F, den würde ich dann rausnehmen. Und dafür kommt dann noch ein anderer mittlerer Mech. Aber ich bin mal gespannt, was da auf dem Markt ist bei Paris und jetzt auch diesen einen heldenhaften Mech. Ja, wie gesagt, die hatten Mechs da, die waren auch schon voll einsatzbereit und nicht so halb zerfleddert, dass man da noch Geld reinstecken muss. Aber die haben halt auch schon 3-4 Millionen gekostet. Und wenn man selber gerade mal 4 Millionen hat, sollte man da noch nicht einkaufen. Ich weiß, man könnte vielleicht noch ein, zwei Mechs mehr, aber man hat ja so ein bisschen Sammeltrieb, ne? Also die vier, die wir jetzt hier haben, werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Die behalte ich. Dafür bin ich jetzt zu oft mit unterwegs gewesen. Nicht mit allen, aber... Ich habe Angst, wenn ich so den Firestarter nehme, dass ich da schnell erschossen werde. Weil ich muss dann ja mehr defensiv bleiben, egal. Prepare for a fight, Commander. But remember, the primary objective remains the destruction of the base itself. Ja, Hauptziel der Zerstörung ist immer gut. Gehen wir ein bisschen Gas, dann haben wir natürlich wieder hier Eisgebiet. Da kann ich natürlich mit meiner PPK hier gut rumballern. Oh, da sind sie ja schon. Wir werden soeben empfangen. Da kommt eine ganze Panzerbatterie runter. New target acquired. Target destroyed. Oh, der ist fies. Diese Raketendinger, ich hasse sie. Warum müssen sie sterben? Und ausweichen. Ah, fuck. Ausweichen mit Mac. Ich spring beiseite. Klappt nicht. Na komm her, Kleiner. So, seid ihr noch alle da? Da kommen schon die nächsten Banausen. Fuck. Hörst du auf mich zu schießen? So ein frecher Sack. Feindlicher Mac. Bisschen den Rand aufräumen hier. Our target is now marked. Go get him. Oh! Target acquired.
ja ganz schön heavy da unten. Hohoho. Zu mir, Jungs und Mädels. Versuch den Eingang da mal gerade ein bisschen zu befreien. Scheiße. Ah, nicht da runtergehen, nicht da runtergehen, das ist böse. Ach, dann ist es schon klein erstmal. So, den Mac hier. Component lost. Engaging your target, Commander. Mann, diese ganzen Panzer nerven mich hier vorne. Scheiße hier. Ja, wir werden hier von hinten und überall. Gut. Der musste ja echt ein bisschen aufräumen. Ein Mech hat es ja schon bei mir echt schon fast zerlegt hier. Aber jetzt gehe ich rein. Kriegen wir den Kampf in ihrer Basis. Keep on smashing. They are hurt, but our contract calls for us to wipe them off the face of this system. Abriss unternehmen. Dass die Satelliten bei mir nicht kaputt gehen mit meiner Waffe. Ah, feindliche Luftunterstützung. Hat mich erwischt. So ein Sack. Oh. Our payday is nearly here, Commander. Just keep smashing. Halt, stopp, du kleiner Panzer. Schön in den Rücken, ich liebe das. Gut, perfekt. Weiter Abrissunternehmen spielen. Großes Gebäude, das ist nicht komplett einstürzt. Ja, fast. Okay, feindlicher Mac. You did it, Commander. This whole place has been flattened.
Ja, hier ist schon Trouble genug, Mensch. Hier das Ziel eliminieren hier. Okay, der ist weg. Ach, das ist noch so ein Cleaner. Scheiße. Oh, von hinten. Dieser Sack. Oh, einen haben wir. Dieser Knirps. Bleib doch mal stehen. Gut, weg hier. Zu mir, Rückzug. Oh, du hast schon wieder deine Waffe verloren. Oh. Ich nehme dir noch den Centurio weg. Zweite Mal in Folge. Das ist ja ärgerlich. Jedes Mal verliert er seine Waffe. Muss er einfach mal ein bisschen hinten bleiben, der Gute. Vielleicht muss ich mir... Ich kann leider nicht direkt zuweisen, weil ich darüber die Tasten auch aufnehme. Vielleicht muss ich mir die anders hinlegen, dass er nicht da jedes Mal... die Sachen kaputt macht. Also, naja. Ja, Laser kann man immer gebrauchen. LSR. So, alter Schwede. Oh, den Firestarter hat es auch erwischt. Hm, der hat auch einen Arm weg. Das heißt, der hat bestimmt auch wieder einen Flammenwerfer verloren, etc. Na gut. Aber diesmal habe ich die Gesamtabschüsse. Die kassieren mittlerweile sehr viel Schaden. Das gefällt mir nicht. So, den kann man reparieren. Das ist nicht schlimm. Ja, Centurio hat es wieder zerfleddert. Reparieren wir erstmal. Den Griffin können wir auch reparieren. Und den Firestarter. Flammenwerfer im Laser und Flammenwerfer in Arsch. Oder könnte man den einen reparieren, weil er so gelb ist? Ich gehe auch erstmal auf reparieren. Richtig Geld gewonnen haben wir jetzt nicht. New Aberdeen. New Aberdeen, das war ja wieder eine von denen. Das heißt, wir gehen nochmal. Hier sind zwei Missionen, da können wir nochmal hin. Und dann würde ich sagen, ich weiß nicht, ob ich die im Offscreen mache. Mal gucken. Auf jeden Fall, das sind hier die mit den zwei bis drei Missionen die nächsten Ziele. Und dann fliegen wir zurück zu Mardok, Tripoli und Paris. Jetzt sehen wir auch nicht mehr, dass die irgendwie Max im Sonderangebot haben. Vielleicht, wenn wir hier sind, sehen wir, dass hier welche im Angebot sind. Man muss bestimmt immer so einen bestimmten Bereich da sein, um das alles zu sehen. Ja, ich werde mal weiter Geld scheffeln. Vielleicht, wie gesagt, mache ich ein, zwei Missionen offline, weil die Missionen wiederholen sich ja. Und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.